Hallo und herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play-Universum. Mein Haus, mein Auto, mein Motorrad und mein Franklin. Tja, willkommen zurück bei GTA 5. Ich muss gestehen, liebes Let's Play-Universum, ich bin ein bisschen raus. Denn, klar, meine ganzen Folgen hinken ein bisschen hinterher. Ist ja nicht schlimm, das ist so ein bisschen beabsichtigt. Aber die mich auf Facebook so ein bisschen verfolgen, wissen, ich habe meinen PC ein wenig modifiziert. So, sprich, ich konnte erstmal 2 Wochen lang nicht auf meinen PC zurückgreifen, also musste ich eine kleine Let's Play Pause einlegen. Aber jetzt fahre ich hier einfach durch die Gegend rum. Wollen wir doch erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ich glaube, grün war Franklin, oder? Was ist denn? Was war denn das hier? Ach, Grasgeheimversteck. Grasgeheimversteck. Ja. F für Franklin. Komm, gehen wir doch einfach mal nach F für Franklin hin. So, und noch einmal ein herzliches Willkommen zurück, liebes Let's Play-Universum. Ich hoffe, ihr hattet eine doch schöne Zeit, auch ohne mich in den letzten 2 Wochen. Ich hoffe, ich habe euch doch ein bisschen gefehlt. So ein sein ganz kleines bisschen. Wenn nicht, Pech gehabt. So. Franklin hat noch gar keinen Helm aufgezogen, fällt mir mal gerade auf. Warum nicht? Franklin, du bist doch sonst immer so ein leuchtendes Vorbild. Aber jetzt irgendwie kein Bock. Komm, ich habe eine Cappy auf, da drückt sonst zu sehr. Wahrscheinlich. Aber kann uns ja eigentlich auch wurscht sein. So, in den letzten Folgen habe ich schon ein bisschen Musik mit reingeschnibbelt. Ich hoffe, ich kann es auch diesmal wieder tun. Die wird dann allerdings, wie immer etwas leiser sein. Natürlich wollen wir alle den geilen Sound von dem Motorrad mitkriegen. Nein, Quatsch, einfach nur natürlich ein bisschen Hintermalungsmusik, sag ich jetzt mal. Wo fahren wir denn jetzt überhaupt hin? Ist ja doch schon ein weites Streckchen. So, ich weiß auf jeden Fall, das erste große Dring. Das erste große Dring haben wir gedreht. Sehr drehlastig hier. aber... Ja, Franklin ist auch wieder da. Quatsch. Hier, Trevor, mein Liebling Trevor, ist wieder da. Was heißt wieder da? Er ist da. Er ist einfach da. Ich mag ihn. Ich finde ihn geil. Ich finde ihn total bescheuert. Bescheuert geil, finde ich den Typen. Ja. Bescheuert geil. Oh, bescheuert geil. Lecker. Und wem ich jetzt gerade zu viel laber? Meine Güte, Leute, ich hatte 2 Wochen nichts zu labern. Was wollt ihr eigentlich? So, Franklin, wieso sind wir denn bei unserem alten Zuhause? Yo, yo, check this out, hier wohnt unsere Tante. Jetzt haben wir nicht die Mutter. Nein, wirklich. Don't you step foot in this yard. Why, it's half my house? Now I'm gonna call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homebolio. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Oh, yeah. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice,
not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, good what credit. The fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on, who is this fool, man? What is this nigga Man, just come on. Ja, super. It's gangbang. Ja, rein da. Ach, guck mal. Trevor hat sich direkt schon mit, unserem netten Hund hier angefreundet. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. So, jetzt wird natürlich viel gelabert. Ich bin still. Und natürlich muss ich fahren. Also schön lesen und mir gleich erzählen, wo die jetzt überhaupt hinwollen. Beziehungsweise, was steigt. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress setup? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you in stress concern. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. Oh, wo fahr ich hin? Jetzt habe ich doch einfach mal der Konversation ein bisschen, ja, gelauscht ist gut. Lauschen tue ich sowieso. Gelesen. Ich habe der Konversation gefolgt. So, jetzt habe ich's. Ja, jetzt. Wir wollen Drogen kaufen. Eine Menge Drogen. ja. Warum? Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, alright? Begib dich zum Haus. Hier sind ja auch nicht so viele Häuser, also, egal. Wir gehen einfach mal mit. Ja, Klingelmännchen ist hier wohl nicht, Courier Service. Packages to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample. Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back. Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Fuck off! Ah. Oh, you motherfuckers are dead! Gut, dass wir Trevor dabei haben, um ehrlich zu sein. Was, muss ich jetzt schon tauschen? Antauschen. Ich muss aber nicht, oder? Oh, geil, der hat meine Pumpgun dabei. Oh, mein Lieblingsstückchen. Ich muss entkommen. Ich dachte, ich muss alle abknallen hier. Wo sind die denn alle? Ach, da hinten. Nehme ich. Ich nehme jeden einzelnen von euch. Zum Frühstück und zum Mittag. Bleib aber liegen, du. Sack. Hopp, na, der liegt schon. Muss ich jetzt einfach hier weg, oder? Oh, das ist ja eine richtige Armada hier. Oh, Franklin, was ist los, Junge? Oh, der ist aber ganz schön weit gekommen. Hallo? Wo ist denn der letzte? Ach, da hinterm Auto. So. Ah, da sind noch mehr. Shit, nachladen. Verdammt. Ich habe Blutflecken an meinem schönen hier, Sweatshirt. Wie wär's denn jetzt einfach mal mit wegfahren?
Leute, komm mal rein hier. Wollen die nicht? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir müssen hier verschwinden. Oh, jetzt muss ich euch echt hier wieder den Anus retten, oder was? Da ist er. Ja, mal ein bisschen schneller hier. Oh, ich sag ja, Lamar und Ideen. Schrecklich. Ja, der wird den Scheiß einfach so gekauft haben. Oh, oh. Nein. Gehst du runter? Scheiße! Wie ist das eigentlich, wenn ich nur noch so ein Fitzelchen an Energie habe? Das würde mich jetzt mal selber interessieren. Sorry, dass ihr jetzt diesen Mission fehlgeschlagen Bildschirm sehen müsst. Mich würde mal interessieren, wenn ich nur noch so ein Fitzelchen an Lebensenergie habe. Kann ich dann wechseln? Wenn ja, was passiert mir dann? Wird mein Computer ich abkratzen? Egal, erneut versuchen. Aber das würde mich echt mal interessieren. Wenn es jemand weiß, schreibt's mir bitte in die Kommentare. Falls ihr das nicht schon mal versucht habt. Okay, GTA ist jetzt nicht mehr, ist zwar ein geiles Spiel, aber nicht mehr so alt. Das Neueste vom Neuesten. Aber ich glaube wirklich, wir müssen uns hier einfach nur durchballern. Ach, da war ja noch einer. Liegt da auf dem Boden und macht sich erstmal einen schönen Tag. Auch schon ein bisschen fahrlässig, was ich gerade gemacht habe. Einfach mal weitergehen. Das Auto gefällt mir, muss ich ja mal zugeben. Auch wenn ich lila die Farbe überhaupt nicht mag. Bei einem Auto sieht es gut aus. Trevor, was machst du jetzt schon wieder für Mist? Der eine noch hier? Ne, ist weg. Gar nicht, der steht da. Drecksack. Verdammt nochmal. Mist, die haben jetzt irgendwas gesagt und ich habe nicht zugehört. Ist natürlich geil, wenn man in der Schießerei ist und man hört seinen Kollegen nicht zu. Super. Okay, wir sollen eigentlich nur weitergehen. Ach, das ist Lamar. Egal, draufhalten. Der mit seinen blöden Ideen. Was ist eigentlich mit dem Typen im Haus? Ist der auch mit dabei oder ist der jetzt eigentlich nur drin? Eigentlich müssten wir dem ja gleich nochmal einen Besuch abstatten, oder? Der Lamar geht einfach weiter und vor dem ist einer. So, da bist du ja. Oh, noch so ein Auto. Verflixt nochmal. Jetzt mal gut, Mensch. Gut, Mensch. Gut, Mensch. Unwort des Jahres irgendwie. What little help here? Du brauchst keine Hilfe. Du bist Trevor, Mann. Zack, den haben wir. Ich will den Wagen zum Aufs... Na, den haben wir aber gut erledigt. Excuse me, gentlemen. Ja, was ist denn jetzt? Müssen wir die auch umbringen, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was? Folge Lamar? Wohin? Left, left, left. Wie jetzt? Links, links, links. Willst du mich verarschen? Ach, hier lang. Okay. Ja, ja, come on, come on. Ich bin ja schon dabei. Peace, peace. Was geht ab? Okay. Ja, ich dachte schon, jetzt ist Ende. Oh, der hier, der hat noch eine Chick drauf. Ja, super.
Scheiße, ey. Was ist denn los jetzt hier? Ja. Ja, eben. Spring da einfach runter. Ja. Ja, natürlich. Ich warte auch auf ein Polizeiboot. Sonst geht's euch gut. Aber Hauptsache, er hat noch die ganze Kohle dabei. Wow, 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 wow. Ja, fahrt doch einfach weiter, Mensch. Wo gehen wir jetzt hin? Hängen die Bullen ab. Ja. Nichts einfacher als das, ne? Mehr oder weniger. Oh oh. Jetzt die Frage nur, wo? Ein blöder Hubschrauber. Jetzt alleine? Nee, echt? Oh, Hubschrauber, hau ab, Mann! Hubschraub, geh weg! Kommt auch noch wieder so ein blödes Polizeiboot. Hätte ich Lama jetzt lieber doch folgen sollen? Bin ich mir jetzt relativ unsicher gerade. Boah! Ah, er dreht ab, er dreht ab, er dreht ab. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung gerade, was jetzt hier Sache ist. Ah, es sieht mich wirklich gerade keiner. Es sieht mich keiner. Es sieht mich keiner. Bleib auf dem Wasser, Trevor. So, und dann versteckst du dich irgendwo hinter einem kleinen... Keine Ahnung. Böchchen. So. Und hier bleiben wir. Perfekt. Ja, da könnt ihr suchen, bis ihr schwarz werdet. Na? Na, langsam weiter vorfahren. Nein, der Hubschrauber ist wieder da. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist! Verdammt! Hätte ich doch da bleiben sollen. Schittekram. Ah. Das wäre jetzt doof. Ich habe schon 4 Sterne. Scheiße. Wo fahre ich hin? Lalalala. Ach, da oben sind noch ein paar Bauarbeiter. Moin, Jungs. Da passe ich, glaube ich, nicht durch, oder? Passe ich da durch? Nein, passe ich nicht. Nein, Trevor! Hau ab da! Geh schwimmen! Oh. Ist das jetzt echt explodiert? Boah. Na super, ey. Jetzt kann ich auch noch schwimmend fliehen. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin soll. Verdammt nochmal. Ja, der hat mich jetzt mit seinem Boot überfahren. Bin ich? Nee. Ich glaube, das kann ich abschminken hier. Das ist jetzt vorbei. Ah, Trevor ist gleich hin. Klein Fitzelchen Energie hat er noch. Kann ich nicht wechseln? Nee. Nö. Jetzt trefft mich schon, ansonsten laufe ich euch gleich wieder weg. Irgendwie. Ich muss doch hier irgendwo hochkommen. Ah, da war er. Der vernichtende Schuss. Trevor ist tot.
Verdammt nochmal, ey. Da war ich doch sicher. Wieso haben... hab ich nie an diesen blöden Hubschrauber gedacht. Ich dachte, der ist weg. Let's split, my nigga, and keep our heads down. Ich halte mich jetzt an irgendeinen von den beiden Jungs. Kann ja nur schief gehen. Ja, hallo? Ja, jetzt geh schon hoch mit deinem Hintern. Ja, ich komm ja schon. Oh Gott. Damn, man. How we gonna do this? I got an idea, kid. Stay close. Entkomme der Polizei mit Franklin. Franklin, komm her, Junge. Wir nehmen natürlich das beschissenste Auto, was geht. Oh, oh. Ach, das ist auch ein Polizist. Ich dachte, das wäre ein Passant. Wo sind wir hier überhaupt? Officer, it all started when they didn't have the kilo of cocaine we pre-ordered. Man, I guess that ain't gonna fly. Ach du Heiliger! Boah, der zieht einfach durch. Ey, was geht ab? I'm starting to get why Michael might have appealed as a mentor. You need help. Shit, I'll take whatever I can get. You think we got time to go back for that drywall? Man, I think we ought to lose the heat first. Genau, wir müssen uns den Gips noch wiederholen. Verdammt, da war ich doch gerade weg. Ja, so werden wir... Oh, 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 rechts, 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 boah. Oh, schneller, schneller. Waka. Können wir uns nicht irgendwo hier eine Seitengasse verkriechen oder so? Oh Mann. Aber natürlich ist das nichts gegenüber dem wahren Leben, denn innerhalb von Sekunden oder auch Stunden wird eine Fahndung nicht vergehen. Liebes Let's Play-Universum, also ich rate nicht zum Nachmachen. Falls jemand sowieso auf so eine Idee... Ah! Hey, can you like drop me around the way? Begib dich zu Franklins Haus. Aber ich dachte, wir holen uns noch hier den Kilo Gips ab. Hey, this how it worked for you and Michael back in the day? Not quite. No gangs in the Midwest, or if there were, they weren't cool ones. Hey, you guys ever get con? You know, licks like that. Because it seems like every time we go out, man, dude's trying to get over on us. That's the gang mentality, bro. You're relying on the criminal element being trustworthy. That's pathetic. Yeah, thanks, dog. So what's the option? You deal with civilians. Liquor stores, gas stations, armored cars, banks, cash depots, easy pots when you stack them next to a street full of tooled up homeboys. So schnell war ich jetzt auch nicht. LD, man. Bunch of G'd up fools wanting us dead and nothing to show for. Mar, man. Man, I love this dude, but damn. I need to roll with some pros, man. What's happening? Hey. Hey, man. This is cool just up here. So, okay. Look, man, I guess we know each other now, right? That we do, bro. I'll see ya. I see you later. Mach mal deine Flecken weg. Das sieht ein bisschen blöd aus. Aber hier wohnst du doch gar nicht mehr. Naja, ist auch egal. Bestanden. Stadtsafari. Missionszeit? Nein. Treffgenauigkeit? Nö. Kopfschüsse? Jawohl. 12 von 12. Und abgeschlossen mit Silber. Wunderbar. Geilomat. So, liebes Let's Play-Universum. Das war die erste Folge mit einem neuen PC. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und Achtung, jetzt kommt der Endscreen. Natürlich könnt ihr mir jederzeit ein paar Kommentare da lassen. Wer natürlich meine Let's Plays mag, kann auch ein Abo hier lassen. Ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, euch bald wieder zu begrüßen bei Twonhead und natürlich auch GTA 5. Und nicht vergessen, liebes Let's Play-Universum, I came to play.